Ich hatte oben rechts noch eine. Oben rechts? Hier? Oben rechts in der Kiste. Das ist links. Rechts, meine ich. Da! Ja, in rechts. Der Kiste hatte ich auch schon. Ich habe jetzt alle so, drei. Ja. Ich habe schon eine gefunden gehabt am Anfang. Ach so, ja, aber ich weiß nicht mehr wo. Hast du noch eine? Nee, oder ich hatte jetzt drei insgesamt. Oh, auch drei. Gut, dann gehen wir. Raus? Ja. Verlasse das Triton-Anwesen. Naja, das wird wohl dann... Oh! Was ist? Ich bin schon raus. Ich bin hier noch bei Dolan. Ich bin aber schon raus. Ich spreche ihn mal an. Er hat nix. Ach, Herr Luke, vielen Dank, Doland. Ah, okay. Hab ich wohl die falsche Tür genommen, oder was? Wo wolltest du denn hin? Na, nach links rein. Ja, bist du doch. Ja, und jetzt bin ich draußen. Okay. Professor, was ist Ihre Meinung zu der ganzen Geschichte? Es gibt noch zahlreiche Fragen bezüglich Barts Tod, die geklärt werden müssen. Unsere Nachforschungen in der Bibliothek und Clarks Aussagen waren nur der Anfang. Ferner bereitet mir Sorge, dass niemand außerhalb von Miss Tellery von dem Phantom weiß. Irgendjemand scheint hier Informationen zu manipulieren. Verschwörungen und gefälschte Berichte. Eine wirklich harte Nuss ist das. Ich komme mir schon vor wie bei Galileo Mystery. Und ich stehe auf harte Nüsse. Aber wer wäre zu all diesen Taten imstande? Und verfügte zudem über die nötigen Mittel, seine Nüsse hart zu machen. Da fällt mir nur einer ein. Jemand mit einer ganzen Wagenladung Viagra. Nein, damit kriegt man ja keine... Polizeichef Jenks. Er hat genug Einfluss, um sowas zu bewerkstelligen. Brillante Schlussfolgerung, Luke. Aber falsch, nein, richtig. Jenks ist der einzige Mensch in Miss Tellery, der zu beidem in der Lage wäre. Aber er ist ein Polizist. Wie kann er nur so etwas tun? Emmy, Ihr Vertrauen in unsere Staatsangestellten ist sehr erfrischend. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass Jakes uns etwas verheimlicht. Fühlen wir ihm auf den Zahn. Ah. Ah. Machen Sie mal A, Präsident Jakes. Um Gottes Willen. Oh nein, die Verehrerin. Oh, Inspektor Grosky, Ihre Muskeln glänzen hier auf dem Lande genauso blendend wie in London. Sie schon wieder? Was tun Sie denn hier? Dem Inspektor würde ich bis ans Ende der Welt folgen. Und glücklicherweise gibt es Mietwagen, also ist die Sache gar nicht so schwierig. Was denkt Emmy denn schon wieder? Boah, mit der würde ich ja gern... Emmy, kennen Sie diese Dame? Kann man so sagen. Ich bin hier in London begegnet. Ich glaube, der Inspektor ist schon wieder auf Ganovi-Jagd. Er erwähnte eine heiße Spur. Aber er war noch entschlossener als sonst. Wenn er doch nur für mich so stürmisch, wenn er doch nur mich so stürmisch verfolgen würde, dann begehe ein Verbrechen. Eine heiße Spur. Wo ist er denn hingelaufen? Dort drüben, in die Richtung. Er ist sicher an der Kreuzung. Ich kann es förmlich spüren. Vielleicht holen wir ihn noch ein. Los, schauen wir mal nach. Oh, verliebte Hannah. Gucken wir uns die an? Ja. Okay. Episoden. Wow. Da haben wir aber viel. Warte mal, hatten wir nicht eine Brocco-Episode? Nee, aber warte mal, Türklingel. Sekunde! Ja, okay, dann machen wir mal kurz Pause. Aufnahme läuft jetzt wieder. Und, ja. Wir gucken uns an Verliebte Hannah. Oder die einsame junge Dame und der Zusammenstoß, der ihr Leben veränderte. Denn sie hat dabei eine Gehirnerschütterung davongetragen und, einen Dachschaden. Ansehen. Seitdem laufen ihre Augen immer so rot an. Es wird auch fälschlicherweise oft als Herzchen interpretiert. Alles ist heute schief gegangen und meinen Schal habe ich auch noch verloren. Ein grässlicher Tag. Und in meiner kaninchenbaukleinen, kalten Wohnung wartet niemand auf mich. Wieso ist das Leben so hart? Jetzt bin ich gespannt. Ah!
Oh, pardon, Madame. Ich verfolgte ein kriminelles Subjekt. Sie sind hoffentlich nicht verletzt. Nein, mir geht es gut. Wie ist es mit Ihnen? Ho, ho, ho! Moment, dafür ist es doch noch viel zu früh. Es liegt doch nicht mal Schnee. Wie könnte ich mich jemals bei einem Zusammenstoß mit einer so zart gebauten Dame verletzen? Das war jetzt nicht unbedingt ein Kompliment. Verzeihen Sie, der Halunke wartet nicht. Ich muss flott weiterflitzen. Adieu, Madame. Halt inne, du Delinquent! Moment, es gibt tatsächlich das Wort in Deutsch? Ja. Weil, ich habe ehrlich gesagt in Disgaea 3 ganz oft das Wort Delinquent gelesen. Und der Titel ist ja in englischer Sprache, weil er nicht auf Deutsch übersetzt wird, wie alle anderen NIS-Games auch. Ja. Und dort war halt ein Delinquent jemand, der gute Sachen getan hat, weil in dieser Welt, in der die waren, ist alles ein bisschen andersrum. Delinquent bedeutet nämlich Straftäter. Also für alle, die nicht wissen, was ein Delinquent ist, ist jemand, der Böses tut. Wobei, das erklärt sich hier ja von selbst. Irgendwie machen wir weiter im Text. Machen wir weiter im Text. Stopp! Es ist Sparta! Ja, wegrennt. Puh, das war... Er war... absolut hinreißend. Diese straffen Muskeln. Diese behaarte Brust. Fast schon wie bei Austin Powers. Und er schien um mich besorgt. Ein Mann von Format. Keine Frage. Querformat. Aber sowas von. Gerade so, als hätte die Figur aus meinen Träumen endlich Gestalt angenommen. Ich glücklich. Guck mal, das läuft mir die Augen schon rot an. Ja. Mein Leben, wie ich es vorher kannte, hat mit dieser Begegnung ein Ende gefunden. Jetzt, da ich um die Existenz dieses Mannes weiß, ist es mein höchstes Ziel, sein Herz zu gewinnen. Was hält mich noch auf? Ich muss mich rasch für unser nächstes Treffen fein machen. Warten Sie! Es wird nicht lange dauern, mein Held, mein Ritter in goldener Wehr. Wo ist das weiße Ross? Kompaten noch so weit. Moment, Inspektor! Dann müsste sie auf Jamie stehen. Okay, dann machen wir mal weiter hier. Wir sollen... Sprechen wir die nochmal an? Ja, mach doch. Und, hat sie was? Nein. Hat hier jemand was? Ein Schornstein. Genau, der Schornstein hat kein Rätsel. Und wir sind am Ziel. Nee, noch nicht. Und da ist auch nichts groß weiter. Sie wünschen? Professor, lassen Sie mich mit den Herren reden. Oh. Emmy, das war ja ganz unglaublich. Genau wie auf dem Markt. Danke. Kampfsport ist meine Spezialität. Wenn Sie eine Frau fürs Grobe brauchen, bin ich zur Stelle. Und wie Sie das sind. Wer sind die Kerle? Ob Jakes die auf uns angesetzt hat? Ich würde sagen, Jakes hatte einfach keine Lust, 24 Stunden zu warten. Und ob die auch Evan bat? Darüber können wir nur spekulieren. Oh, auf jeden Fall geile Kampfszene, oder? Definitiv. Das aber meine ist noch nicht vorbei, ich bin später erst drüber. Warte kurz. Ja, ich weiß, ich weiß. Jetzt bin ich auch da. Ey, einfach nur... Krass, das ganze Spiel sollte daraus bestehen. Die Emmy anderen auf die Nase haut. Ja. Leighton, Emmy, ich habe euch schon überall gesucht. Rum.
wie der immer angezischt kommt. Ich habe eine phantominale Fährte gefunden, die uns ruckzuck zu diesem Phänomenmonster führen wird. Finstermonster. Unlicht heißt es ja. Ja, eigentlich. Genau, eigentlich heißt es Unlicht. Ein Unlicht-Pokémon. Welches wäre es denn dann? Und kann es Knirscher? Ist ja auch egal. Ja. Wirklich? Das klingt ja fabelhaft. Der Polizeipräsident dieser Stadt ist ein Meister seines Fachs. Quatsch. Er behauptet, ein Kerl mit Zylinder und ein unausstehliches Weib hätten den Bürgermeistersohn entführt. Die Gangster führen sich als Schnüffler auf, geben aber in Wahrheit dem Phantom die Befehle. Und jetzt kommen Sie beide. Also los, Layton, raus mit der Sprache. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Also ich sage mal. Ein herzliches Willkommen hat der Polizeichef uns da bereitet. Lassen Sie sich nicht hinters Licht führen, Herr Inspektor. Jakes steckt hinter der Sache, da sind wir uns absolut sicher. Was ist mit der verführerischen Stimme geworden? Jakes steckt hinter der Sache. Was? Jakes? Dann treibt er wohl ein falsches Spiel mit mir, ja? Jetzt ist er weg. Ich, Grosky von Scotland Yard, werde ihm seine... Was für ein Zeug? Du bist doch da. Fisimatenten? Ich bin da, ja. Werde ihm seine Fisimatenten schon austreiben, und zwar sofort. Ja, ich weiß auch nicht, was das sein soll, aber das sind wahrscheinlich so... Mein Gängeli. Joa, der hat sie nicht mehr alle. Bahn frei! Tschum! Ich finde den toll. Warten Sie, Herr Inspektor. Für jemanden in so viel Masse beschleunigt er wirklich schnell. Haha, ja. Allerdings. Man müsste schon eine Zeitmaschine... eine Zeitmaschine erfinden, um bei diesem Tempo mitzuhalten. Einen kleinen Moment. Du-dup. Ja, Dr. Eggman hier. Professor, wir müssen uns dem Inspektor von unseren neuesten Erkenntnissen... Wir müssen dem Inspektor von unseren neuesten Erkenntnissen berichten. Jetzt hab ich's. Sollen wir ihm hinterherlaufen? Ist wie immer. Ach so, wo du vorhin den Namen mitgelesen hast. Layton. Nein, wir halten lieber etwas Abstand von Jakes. Wir müssen weitere Hinweise aufspüren. Ich muss in jedem Fall gestehen, dass der Herr Popo-Präsident... Sekunde. Dann wollen wir nochmal anfangen mit dem Satz. Ich muss in jedem Fall gestehen, dass der Herr Arschlizei-Präsident mir wachsendes Unbehagen bereitet. Der... Boah. Also der war jetzt aber wirklich schlecht. Ich weiß. Oh, ja. Wir haben es immer wieder geschafft, ein Kapitel zu beenden, ich glaube. Yay! Ja. Und jetzt sind wir raus aus dem Feuer und sind an der Kreuzigung. Auge in Auge mit dem Phantom. Der Wo war er? Und schon Kapitel 8. Von? Weiß ich doch nicht. Wir müssen alles schnell über die Bühne bringen. Jakes wird uns sicher wieder auflauern lassen. Das stimmt. Wir müssen wirklich vorsichtig sein. Solange wir uns nicht in finstere Seitengassen wagen, sollten wir sicher sein. Luke, wer weiß sonst noch, dass du das Orakel bist? Es hat ihn bislang niemand gefragt, warum er überhaupt weiß, wann das Phantom kommt. Das verstehe ich nicht. Naja, nur Dolan, aha. Er hat mir versprochen, dass ich mich nicht bei der Polizei zu verraten, sondern nur bei seinen Handlangern. Verstehe. Nun, junges Orakel, kannst du vorhersagen, wo das Phantom als nächstes zuschlägt? Nein, doch nicht. Noch nicht. Doch nicht. Ich bin doch kein Orakel. Tut mir leid. Nun, dafür habe ich eine Eingebung. Ich glaube, die nächste Attacke wird zwischen dem Hayat-Bogen und dem Wasserspeicher erfolgen. Layton hat schon wieder das ganze Ding gelöst, ey. Fies. Was? Können Sie jetzt etwa auch die Zukunft vorhersagen? Sogar die verlorene Zukunft, kann er.
Haha, nicht ganz, Emmy. Ich habe dies lediglich aus Lukes Aufzeichnungen hergeleitet. Meinen Aufzeichnungen? Jawohl, deine Notizen zu unserem Fall waren ausgesprochen hilfreich. Sie besagen, dass das Monstrum denselben Ort nie zweimal angreift. Es hat sich zwar mehrmals an derselben Stelle blicken lassen, seine Attacken streut es hingegen. Toll! Das haben Sie durch meine Notizen herausgefunden. Präzise. Bei näherer Betrachtung stellt sich ein Muster heraus, nachdem sich das Ungetüm bewegt. Das ist ja fantastisch, Professor. Diese Erkenntnis könnte der Schritt sein, den wir Jakes voraus sind. Auf zum Hayatbogen! Wir folgen Ihnen, Herr Professor!